Guten Abend hier bei Mugen Morsmo mit mir, dem Schemon. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Persona 5. Ich habe kein Französisch gehabt, tut mir leid, ich weiß nicht, was 5 auf Französisch heißt. Wir sind auf jeden Fall wieder hier. Wir haben ein bisschen gefeiert heute, also die Folge davor. So, I'm gonna to protect my sleeping beauty no matter what it take. But I'm still awake. Viel Glück. Don't eavesdrop on me, also belausch mich nicht. And aren't you supposed to be asleep? Solltest du nicht schlafen? Ja, jetzt haben wir halt Yusuke bei uns, der bei uns knacken kann. Bitte das auch tun. Wir wissen es. Dressed up for tomorrow. Ich weiß gar nicht, was steht denn morgen an. Aber wir können uns mal zu ihm setzen. If you sit there, then where will I recline? Boah, bist du ein Arsch. Ich wollte mit dir sprechen. Achso. Aren't you going to sleep yet? I will be fine here. I sleep in my studio on location, so this looks luxuriös in comparison. Also der hat scheinbar noch auf Schlimmeres in seinem Studio, also in seinem Atelier geschlafen, deswegen ist es okay für ihn. Ja, wir sollten aber auch irgendwann mal wirklich da ein bisschen weiterarbeiten. Aber wir gehen jetzt erstmal ins Bett. You needn't worry about breakfast for me tomorrow. I will be fine with some grilled fish and miso soup. Ja, wow. Ja, super Frühstück. Machen wir natürlich für ihn. Gegrillten Fisch und Miso-Suppe. Weil das überhaupt nicht irgendwie aufwendig ist oder so. Wir gehen ins Bett. Und schlafen. Während Yusuke da auf der Couch schläft, werden wir aber jetzt hinabtauchen in unsere Träume und werden vielleicht wieder Igor treffen. Ja, tun wir. Ab in den Velvet Room. Das war, ehrlich gesagt, zu erwarten. So, da sind wir wieder. Ich darf den Kopf nicht drehen. Sorry. Ah, Kabel. The prisoner has returned. Ja. You're in the presence of our master. Stand up straight. Ich stehe doch schon. The bonds that you have reeled in are quite intriguing. Ach ja? In other words, they all have been unfairly labeled by society and are standing up against such fates. Have you noticed? Your heart seems to inspire theirs. Okay. Outcasts of society. In other words, you're picaresque. Deepen your bonds with them. Ja, wir sind alle ausgestoßen in der Gesellschaft. Those will become the strength behind your rehabilitation. I look forward to it. Me too. I shall grant you an ability befitting of your newfound growth. Consider it a gift. Wir kriegen ein Geschenk. May you continue devoting yourself to further rehabilitation. Danke, Mann. I feel like my bond with Igor is growing deeper. Ja, wir kriegen noch eine höhere Stufe bei Fu. Rank 5. Super Stock. Increases your Persona Stock to 10 slots. Oh ja. Oh, danke. Alright. Oh ja, wir brauchen das so dringend. We'll now earn more XP from Arcana Burst when fusing Personas of the full Arcana. Und wir haben den Super Stock. Wir können jetzt 10 mit uns herumschleppen. It's almost time. Was soll das denn heißen? Genau, es ist auf jeden Fall super, dass wir die 10 jetzt haben. Das können wir nämlich für unsere ganzen Confidence auch die jeweils passende Person mit uns rumtragen. Außerdem haben wir es dann wesentlich leichter, was das Fusionieren angeht. Ja. Das heißt, das nächste, was wir machen werden, ist auf jeden Fall dann in den Level Room gehen. You're Sai-san's younger sister, correct? Oh Gott. Ja, es ist Detective Conan. May I talk to you for a moment? Stimmt, die arbeiten die zusammen? Ich glaube schon, oder? Is it about the Phantom Thieves, Akechi-kun? You're quite perceptive. I was wondering if there were any points in common between Kamoshida's and Madarame's cases. There have been victims, after all. The Phantom Thieves need to be pursued. You criticize the Phantom Thieves, yet you don't doubt their actual existence. Ha. Oh. You saw that show on TV. Common sense can get in the way at times when pursuing the truth. Many details become logical if I think on the premise that they do exist. Is this because my sister told you to do so? It was just a coincidence. Deine Schwester arbeitet ja bei der Staatsanwaltschaft oder so. Why do I get the feeling that you're enjoying this? You may be right.
Witch Hunt. Hm? Phantom thieves that use calling cards and succeed in their crime? As the so-called charismatic detective, it'd be hard for me not to see them as my rival. You have such high self-esteem. Ich muss gerade überlegen, wie hieß nochmal Conan eigentlich? Also, Shinichi? Shinichi? So the Phantom Thieves are evil and you are just? Ja, ist einfach nur. Compared to people who manipulate others' hearts as they see fit, I believe I'm on the side of justice. Tja, und das ist eben ein Punkt, den man so oder so auslegen kann. Da ist es ein schmaler Grat zwischen Justiz, also Gerechtigkeit, weil Selbstgerechtigkeit ist ja auch eine Form von Gerechtigkeit. Besides, I'm only using my natural-born talents for the sake of serving the world. Don't you think the same about yourself, too? I... Oh, that's surprising. So, you're just the good girl type of pushover. Oh, looks like it's starting soon. Was denn? Sport? See you later. Give Sai-san my regards. Why does everyone get on my case? Ja, das nervt mich. Ich tue mir voll leid. Ich mag Makoto. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie irgendwie. Weil sie auch quasi eine Außenseiterin ist, weil einerseits die Leute so hohe Erwartungen von ihr haben, andererseits, ja, das ist glaube ich der höchste It's such a delight to enjoy coffee of this quality. Der schleimt sich jetzt voll ein, dass er für immer dort wohnen kann. You could stay until you find a place, you know. I can't promise that it'd be comfortable here, though. Thank you, but I'll return to the dorms. I realized something after talking with everyone last night. Oh. Perhaps it's due to my upbringing, but I don't know anything of the world, let alone other people. If I'm to depict people in my art, I need to learn more about them. I must interact with them more. I'll return to the dorms and start over by talking with the people closest to me. I see. Good on you for realizing that yourself. There's no need to exaggerate. May I come again sometime to enjoy your coffee? My doors are always open. Der ist voll nett, der Sojiro. Aber das haben wir auch schon relativ zu Anfang gemerkt. Er hat zwar so seine Art, aber er ist eigentlich ein netter Kerl. He's been through a lot too, from what I've heard. Are you related to him? Huh? Oh, how would I describe it? We're just acquaintances, not family or anything. Die Eltern kennen ihn, glaube ich, deswegen. Also I may be overstepping my bounds, but why did you decide to take him in? My reason, huh? Vielleicht ist es bei ihm so ein... Ja, ich glaube, er kriegt schon ein bisschen Entschädigung vom Staat dafür, dass er ihn aufnimmt. Allerdings wahrscheinlich auch irgendwie so... Naja, also jetzt meine Einschätzung wäre, dass er versucht, irgendwas richtig zu machen, was er in seiner Vergangenheit wahrscheinlich falsch gemacht hat. So als Sühne vielleicht auch. Probably because he reminds me of my old self. Na, das kommt dem, was ich gesagt habe, glaube ich. That's all. Doesn't take much when someone takes consideration on someone else. Your art instructor, former art instructor. He must have felt something for you too, besides just stealing your talents. Truth be told, I cannot hate him from the depths of my heart either. I should probably get going. Hey, you sure about this? The painting, I mean. It'd be a waste to keep here. Even if I kept it at the dorms, it'd only be met with skepticism. I doubt it would want that. Adding a hint of color to an otherwise ordinary day. I'm sure my mother would have done the same. Das ist sehr edel. I see. I'll hold on to it for you then. Thank you for the coffee. Wäre natürlich auch cool, wenn das ein paar mehr Kundschaft bringt, aber ich glaube, Sojiro ist gar nicht so interessiert I'll an. Come again. An viel Kundschaft, sondern er hat einfach gerne seine Stammkundschaft. Das ist ihm viel wichtiger. Geht aber vielen solchen Betrieben, die so alt eingesessen, die wollen einfach hey. Weiter über die Runde kommen. Hm, du bist endlich wach. Wo ist Yusuke? Ich bin hungrig. Ja, wo ist er? Hm, er war nicht da, als ich aufgewacht bin. Er muss nach unten gegangen sein. Ja, dann checken wir das nochmal. Ich würde gerne noch im Fernsehen gucken. You up?
Du bist endlich wach. Du weißt schon, dass es nach Mittag ist. Na, der Typ, das Kind von, der ist wieder zurück zu seinem Wohnheim gegangen. Was? Er hat das Gemälde hier gelassen, bevor er gegangen ist. Wahrscheinlich einfach, um zu danken, uns zu danken, dass wir uns um ihn gekümmert haben. Sayuri, wie nett von ihm. Verkauf's nicht. Ich sag einfach, Sayuri. Es ist selten, dass man heutzutage sieht, dass ein Kind so großzügig handelt. Und dieses Gemälde ist unglaublich. Nicht nur, dass die Mutter unglaublich ist, also beeindruckend ist, sondern auch der Ausdruck in ihrem Gesicht. Die Stammkunden werden wahrscheinlich ausflippen, wenn sie das hier sehen. Dennoch, es ist so, als ob ich es schon mal irgendwo gesehen hätte. Es ist ein bisschen anders, wie ich mich dran erinnern kann, aber naja. Hey. Nun, wenn du jetzt schon mal wach bist, geh und zieh dir was an. Shop house or go, so go take the cat out somewhere. Also ich habe den Laden vor Stunden schon aufgemacht, also bring die Katze irgendwo raus. Du musst ja auch raus und auslaufen, damit sie da ihre Häufchen macht oder was auch immer. Ich hoffe, wir müssen nicht gleich los. Ich würde gerne. Thank you again for letting me stay the night. Apologies for leaving so quietly, but your rest seemed peaceful. Also er ist abgehauen, wollte sich wecken, weil wir so ruhig geschlafen haben. After a great deal of inner struggle, I have decided to return to the dormitories. Also nach einem längeren inneren Kampf habe ich entschieden, ich gehe zurück zu den Schlafräumen. Nichtsdestotrotz, to your protector. Ich habe Sayuri deinem Vormund überlassen zu Zero. The painting should no longer exist in reality, but it is truly what my mother painted. Ja, das sollte eigentlich nicht existieren, aber es ist das, was ihm meine Mutter gemalt hat. I'm simply satisfied that we were able to obtain it. And it was all because of you guys. I cannot thank you enough. P.S. I still believe porridge is the best way to end a hot pot. Ja, porridge ist das Beste, um einen Hot Pot zu beenden. Naja, diese Meinung bleibt jedem wohl selbst überlassen. Was machen wir heute? Dürfen wir agieren? Von alleine? Bitte? Yay, wir dürfen selber etwas machen. So Yusuke went home, huh? Oh well, guess that's the best. Oh, wir kriegen noch eine Nachricht. Yo, I just checked the fan site. There's some kind of threat on there looking for info about bugglers using a Phantom Thief's name. Sounds pretty lame to me. Oh, I saw that too. They target restaurants, right? Geht um das, was schon mal gesagt wurde, dass da irgendwelche Leute gibt, die sich als Phantom Thieves ausgeben und Restaurants nachts überfallen. I actually found a really interesting post on there. My brother has suddenly started acting violent towards everyone. I might end up getting killed at this rate. I wonder if it's because he got caught up with all those weird people in Shibuya. You think he means those bugglers when he's... Was zum Teufel war das gerade? Bei uns fliegen eigentlich keine Flugzeuge. Das hat sich aber gerade angehört, als ob hier ein Jet gestartet wäre oder runterkommt. Das ist... Sorry, wenn ich gerade da innehalte. Das sind zwei Düsen... Sind das zwei Düsenjets, die da oben entlang fliegen? Information? Das ist, also in Formation fliegen sie, nicht Information. Ein bisschen scary war das gerade schon. Also wenn man mit sowas nicht rechnet und sowas. Egal, zurück zum Spiel. You think he means those bugglers when he's talking about them weird people? It may be too soon to assume that. The post said he started spending a bunch of money lately too.
Isn't that kind of suspicious? I wonder how many burglar groups were even are in Shibuya. There are even in Shibuya. Damn, things are really starting to get serious. Let's look into it. It's probably a false trip. What should we do? Ich könnte jetzt nach deren Meinung fragen, also was sollen wir tun? Das wäre zu sagen, ja, ist wahrscheinlich nix. Und lass uns das genauer anschauen. Ich frage mal in die Gruppe, was sollen wir tun? I guess I'm interested. Also, how exactly will we go about investigating? We will go to Shibuya in the middle of the night and catch them all red-handed. No way, the police totally nab us if we were out that late. Plus, it would be bad if the chief knew you were out in the middle of the night. If they target restaurants... Ah, what if we drew them to LeBlanc? What? There's no way. Who would go after a shop like this? Wouldn't that cause a lot of trouble for boss? LeBlanc targeted. It seems like a viable plan to me. Ja, das ist eine. Lass uns das tun. Das ist eine schreckliche Idee. Wir wollen ihn. Ich will Sujuro da nicht mit reinziehen. Der ist nett zu uns. Yep. I mean, you'd get kicked out of LeBlanc if we failed. Oh, I suppose I left the jury there as well. I had forgot. How would you forget something that important? Either way, I don't really want more thieves to be posing as us in the future. I wish there was some way we could make an example of these ones. At the moment, our lack of info means we will just have to wait. We can continue searching for more information, or wherever possible, though. Yeah. I'm gonna try looking for stuff, too. Dann haben wir ein Dingens. Wir machen erstmal, heute ist doch Sonntag. Also, müssten wir nicht irgendwas einkaufen können per Teleshopping? Up next, we discuss looming danger approaching our city. Since the year started, scam victims have been on the rise, mainly in the Tokyo metro area. A massive mafia group is rumored to be behind these scam incidents. Betrug, wahrscheinlich, but a mafia group? I wonder who they might be. Oh yeah, you can watch DVD now, right? We should go to the rental shop sometimes. Ich möchte, heute ist doch Sonntag. Das ist komisch. Nice. Ich hätte echt damit gerechnet, dass da irgendwas anderes ist. I've been busy. Okay, bevor wir das machen, gehen wir jetzt erstmal... Entschuldigung. Shoppen. Einerseits, weil wir... was war das denn? Ach, hier wäre Anne. Hier ist nichts. Ah, okay, das ist das Vergnügungspark. Das ist dieser Dom, da kann man essen gehen. Das ist der Park und das ist Harajuku. Ah, hier können wir mit der Kimi besser uns stellen. Also wenn wir das machen, dann machen wir das. Aber wir gehen erstmal zur Station Square. Und dann... Ich glaube, Central ist... Nee, Station Square ist richtig. Hier wollen wir erstmal unser Lotto los. $3,000 haben wir gezahlt, glaube ich. Das ist immer das Letzte, was man dann kriegen kann. Egal. Wir haben das Geld. Welcome. Wir holen uns natürlich ein neues Los. Irgendwann müssen wir Glück haben. 19.06. Wir haben schon den 12. Oh Gott, im Himmel. Hi. Bald ist ja mein Geburtstag im Spiel. Yeah. So, dann... Rubbeln wir uns mal ein. Oh, man. Nix. Oh, man. Okay. Nur Mrs. Schade, schade, schade. So, dann
gehen wir mal kurz in die Underground Mall, will ich noch. Ah, Moment. Erstmal gucke ich, ob es hier neue Bücher gibt. Man weiß ja nie. Ich kaufe mir immer gerne neue Bücher. Gibt es aber nichts. Habe ich alles gekauft. Schon DVDs will ich mir gerne ausleihen, weil ich mir die eh nicht... keine Zeit habe, alle zu lesen. Dann haben wir Gerüchte. So, wir gehen da gleich rein. Ich check mal kurz meine Personas. Wir können jetzt noch zwei mitnehmen. Also Temper, Death, Strength, Moon, Lovers, Chariot, Magician und Hierophant. Jetzt müsste ich Confidence gucken. Was haben wir denn nicht? Kann ich sie sortieren? Nee. Hierophant und Lovers habe ich drin. Chariot, Justice könnte ich gebrauchen. Strength brauche ich eher nicht. Death und... habe ich Moon, glaube ich, habe ich auch. Und Sun. Ich muss mir echt so ein hinlegen. Also Moon habe ich, Strength, Death, Lovers, Chariot, Temper, Magician, Hero, Hunt. Also, wie gesagt, Fool, Sun and Justice würde ich eigentlich brauchen. So, wir gehen mal kurz rein. Das könnte ein bisschen dauern, weiß ich nicht. Mit etwas Glück geht's schnell. So, und da sind wir wieder. Ihr könnt es gleich mal sehen. Ich habe jetzt eigentlich Personas mitgenommen, die wir gar nicht so wirklich brauchen. Und zwar habe ich einfach nur Ascend wieder mitgenommen und Kuro habe ich jetzt mal mitgenommen. Ich hätte zwar Angel mitnehmen können, haben wir zur Verfügung, aber ich dachte mir, nee, mag ich gerade nicht. Deswegen habe ich es sein gelassen. Ich gehe jetzt hier mal runter und schaue auch mal nach Geschenken. Hallo Yusuke. Stellen wir mal ihn an. Ah, Mugen. The station is always full of people. It serves as the perfect spot for people watching. By the way, do you have any business here? ja, ich überspringe das gerade, weil wir ihn das schon mal gefragt haben. Was kann ich, wenn ich hier sonntags irgendwas special war? Welcome. Scheinbar. Made from... was macht es denn? You're making your... making you more... Ja, hallo? Klar. Wir sollten hier unbedingt jeden Sonntag hin. You really need to get pumped up and tell yourself it's for health. Nice chugging. That's how you do it. Das ist eklig. Good job. I was watching you try so hard. Stimmt, wir verbessern uns dadurch, dass wir das Zeug trinken. Deswegen sollten wir das unbedingt weiter konsumieren, wenn es möglich ist. Also immer sonntags hierher kommen. So, jetzt werde ich mich wahrscheinlich verlaufen, wenn ich nicht da direkt hingehe. Nein, nein. Ah, verdammt. So, da wollte ich hin. Ich will mal kurz nach Geschenken checken. Und vor allem gucken, wo hier was teuer ist, teurer ist. Ne, da können wir nicht einkaufen. Please take your time. Crimson Lipstick. Lipstick. Ja, Mist. I have something. Wow. Hallo Anne. Ich wollte mal gucken, was sie gerade so anhat. What do you want? Das sind aber keine Gifts, ne? Ich hätte gerne eigentlich ein Gift. Kriegen wir hier nicht. Mini-Kaktus haben wir der richtigen Person gegeben. Welcome. Achso. Ich find's doof, dass wir nicht mehr davon kaufen können. Also, da haben wir auch genug erstmal. Von den Nutritions für unseren Baum. Have you made your decision? Ja, das ist... was? Könnten wir uns aber auch kaufen, falls wir mal es nötig haben. Aber brauchen wir nicht. Das ist dann so ein... keine Ahnung. Nippesladen oder sowas? Sakura-Fan war schon das Teuerste, glaube ich, hier, aber das ist eher nichts für sie gewesen. Ich glaube, wir hätten ja auch nochmal Parfum oder sowas schicken sollen. Und hier sind halt Musik. Also ich hätte jetzt zum Beispiel auch die, die Ärztin eher eingeschätzt, dass sie Musik hört. Und hier ist halt
essen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich hier sonst einkaufen soll. Na egal. Was können wir hier? Da ist nichts. Okay. So, dann gucken wir mal. I've been busy with all... Busy, eigentlich. With all these new patients. Ever since that girl and her father came in. And this is all your fault. So you better take responsibility and help me out, got it? The thing is ready for you, so... Okay, wir werden unser Dings jetzt stärker. So what are you going to do? Want to hang out with Takemiki? Ja, machen wir. Wir fahren sofort dahin. Oh, that old lady from earlier forgot something. I wonder if she's still outside. Ist das jetzt unsere Aufgabe, das zu finden, oder was? Thank you, dear. This is my favorite handkerchief. Taschentuch, oder was? It was right in front of me, so... Oh my, you are a shy one, aren't you? I'm not shy. My neighbor speaks highly of you. She says your medicines are better than those at the big hospitals. It's very reassuring to have such a distinguished doctor right here in town. I will see you again soon. Nette alte Dame. Nicht beeindruckt von ihr. What the heck? Well, someone's popular. Ja. Sieh mal an, jemand ist da beliebt. Du scheinst genervt. Ist irgendwas passiert? Das ist alles dein... deine Schuld. Hä? Es gibt ziemlich viel Gerede in letzter Zeit über mich in dieser Stadt. Angefangen mit dem Mädchen und ihrem Vater. Anscheinend haben sie jedem erzählt, dass ich unglaubliche Medizin herstellen kann und so. Also ist jetzt die Anzahl der Patienten gestiegen. Und zwar drastisch. Ich weiß nicht, was manche von diesen Leuten denken. Ich habe ziemlich verrückte Anfragen. Wie gestern zum Beispiel. Da hat ein Patient nach etwas gefragt. Nach einer süßlich riechenden Kompresse gefragt. Und da vorgestern hatte ich eine Frage für einen Coldbuster. ein Medizin like that deserves a Nobel Prize. Other requests have included hair and skin tonics. I even had to do a consultation about a cat. Was? Sheesh, it's not like I'm some kind of genius doctor. You are a genius. Hast du Spaß? Having fun? Ich sag mal was Nettes. You are a genius. Stop that. Nein. This is all interfering with my development. I'm only interested in completing my new drug. That's my role. As the plague, I'm not suited for all this other stuff. You are a masochist. Du bist ein Masochist? It suits you. You are not honest. Du bist nicht ehrlich. You are not honest. Ja, du bist nicht ehrlich zu dir selbst. Sei ehrlich zu dir. Quite you. Oder quit? Weiß nicht. But a town doctor, huh? That sort of lifestyle profession might have been possible for me at one time, but now? Ach komm, du kannst immer noch ein beliebter Arzt sein. Oh yeah, about those clinical trials. With so many new patients, it's taking longer to analyze the data, so I will need to catch up. This is a bit on the stronger side, but I'm sure you will be okay. It feels like my bond with Takemichi is growing even deeper. Und es reicht auch, um unseren Bund zu verstärken auf Rank 6. Ui, langsam wird's pikant. Wir kriegen gar keine Fähigkeit. Erst wieder bei 7 wahrscheinlich. It looks like that girl is going to make a full recovery.
The treatment seems to be a good match for her. So at least I can breathe a little easier for now. Hopefully she will be able to attend school soon. Ja, hoffen wir mal, dass die Kleine wieder in der Schule teilnehmen kann. What are you so happy about? They're excited for your next are you excited for your next clinical trial? Nein, eigentlich nicht. Well then, let's have some fun. I feel like cooperating in that shady clinical trials has intrigued my guts. Yeah, guts. Ich fühle mich wie Guts. Alright. Upsala, da fallen mir sogar Kleingeld aus der Tasche. Bye. So viel Guts habe ich. Oh, thanks for your hard work. Was haben wir gemacht? Wir haben einer alten Frau Zeug, ein Taschentuch rausgebracht. Mehr haben wir nicht getan.